So, hallo zusammen. Hier ist wieder euer Spartakus und wir spielen heute nach langer Zeit mal wieder eine Runde Marquis. Jetzt sagt der Marquis, mein lieber Spartakus, das hast du doch schon vor Ewigkeiten mal gezeigt. Das ist immer noch die englische Version. Ja, stimmt. Aber schon vor ein paar Wochen ist bei mir eingetrudelt der neue Inhalt aus einer Kickstarter-Kampagne für die zweite Auflage. Gibt es inzwischen auch auf Deutsch das Spiel. Sollte jetzt auch in den letzten Wochen bei den Bäckern in Deutschland eingetrudelt sein, die deutsche Fassung. Das hier ist immer noch die englische und es gab eben in dieser Kampagne auch den neuen Content als Zusatz kleines Pack zu bestellen für die englische Ausgabe. Und wir machen jetzt im Prinzip für diese Ausgabe ein Unboxing und gucken uns an, was dabei ist. Ich habe tatsächlich selber noch nicht die Gelegenheit gehabt, das zu spielen. Ihr seht, es ist noch nicht ausgepöppelt. Hier sind die Regeln, da sind ein paar Karten. Wir gucken uns das im Einzelnen an. Dahinter liegt noch schon ein fertig aufgebautes Marquis. Das passen wir dann aber jetzt gleich auch an den neuen Content an und schauen uns das mal an. So, wir legen los mit den zusätzlichen Räumen, die wir haben. Einmal ausgepöppelt. Das kommt weg. Da haben wir einen Pharmazeuten, der aus zwei Medizin, mal gucken, seht ihr das? Ja, sollte passen. Aus zwei Medizin ja ein Gift macht. Das ist also einer der weiteren Möglichkeiten, wo wir einen Zusatzraum ausstatten können. Ein Fixer, der uns einen Schlüssel baut anscheinend. Gucken wir gleich in den Regeln. Und einen Forger, das sieht auch nach einem Dokumentenfälscher aus, der uns einen Ausweis erzeugen kann. Okay, schauen wir gleich in die Regeln. Dann haben wir hier neue Token für Luftabwehrbatterien, so wie es aussieht. Das sind Flakgeschütze, 4 Stück. Die kommen auf den Stapel der Token hier. Dann haben wir hier falsche Ausweise. Auch 4 Stück. Ist wieder die gleiche hervorragende Qualität, die Sideroom Games auch schon in der ersten Fassung gezeigt hat. Und dann haben wir hier 4 Gift-Token. Und dann schauen wir uns mal an, was die Regeln dazu sagen. So, Nahrung und Medizin brauchen wir immer noch am häufigsten. Das ist direkt am besten zugänglich. Dann haben wir hier Karten in einer Plastikhülle. Wieder mal ohne Aufreißlasche. Oder ich bin blind, das kann schon mal passieren, dass ich das nicht sehe. Ja. Moment, kriegen wir auf. Ja, super. Und jetzt haben wir was aufgemacht. Und jetzt kriegen wir auch den Rest. Aber die Karten nicht zu verknicken ohne Werkzeug, schwierige Geschichte. Gut, okay, das sind 1, 2, 3, 4 große Karten. Ihr seht, im Vergleich zu den bisherigen Missionskarten sind die also, naja, nicht ganz doppelt so groß, aber schon ein ordentliches Stück größer. Auf Englisch der Content, auch die Qualität wieder genauso gut wie die der Originalkarten bei der ersten Auflage. Hier haben wir dann auch Missionen, da geht es mit Gift und Ausweisen, hier geht es mit den Flugabwehrkanonen. Hier haben wir Gift, hier haben wir Ausweise. Wir schauen uns mal die Regeln an, gehen das mal durch. So, das sind ausnahmslos 3-Sterne-Missionen. Okay, das steht auch hier drauf. Wir hatten vorher in den Originalkarten nur 2- und 1-Sterne-Missionen. Was schon schwierig genug war, je nachdem wie die Konstellation war und wie das Patrouillendeck der Miliz da gelaufen ist. So, um den Schwierigkeitsgrad des Spiels zu erhöhen, kann man auswählen eine von den 3-Sterne-Missionen anstatt einer der regulären Missionen einzugehen. Da gibt es auf jeder Karte auch extra Setup-Instruktionen. Eine der 3 Sterne auswählen. Auf der rechten Seite Pont du Nord platzieren. Und auf der linken Seite an der Fence dann eine normale Mission platzieren.
Und es wird nicht empfohlen, zwei dieser 3-Sterne-Missionen gleichzeitig zu spielen. Das kann ich mir lebhaft vorstellen, dass es dann richtig anstrengend werden sollte. So, dann gibt es das Missionsdetails. Auch hier gibt es entsprechend ausführlicheren Text auf den Karten mit entsprechenden genauen Anweisungen, die über die Regeln hinausgehen können, je nachdem wie das Zeitverhalten für die verschiedenen Missionsziele im Detail sein soll. So. Und dann wird als Beispiel erwähnt, das Bomb the Barracks, das ist eine der Missionen hier, diese nämlich. Da muss man zweimal die Baracken besuchen und dann beim dritten Mal einen gefälschten Ausweis und 2 Sprengstoff. Und am gleichen Tag muss ein zweiter Maquis-Kämpfer eine Waffe ausgeben und einen Soldaten ablenken, beziehungsweise die Miliz ablenken. Okay, das heißt, da brauchen wir dann 2 gleichzeitige Aktionen, oder 2 Aktionen am gleichen Tag, die dann gemeinsam dazu führen, dass man das Ziel erreicht. Okay, sowas ist dabei. Dann sind die 3 neuen Räume erklärt, der Pharmazist, der Pharmazeut und der Forger und das Gift, wie im Grundspiel auch werden die verwendet, also ganz klar 2 Medizin, um einmal Gift zu erzeugen, einmal Informationen und 2-mal Geld, um einen gefälschten Ausweis zu holen. Und dann gucken wir uns nochmal an, was der Fixer macht. Der erlaubt euch, die Aktion auszuführen auf... okay. Der erlaubt uns, wenn wir den hier platzieren würden und wir wären da drauf, könnten wir jede Aktion ausführen, die auf dem Spare Room, freier Raum heißt es ja dann nicht mehr, auf diesen Plättchen ist, die man einbauen kann, die nicht eingebaut sind. Das heißt, ich könnte also hingehen, ein Geld plus die üblichen Kosten bezahlen, zum Beispiel ein Geld und ein Medizin, um den Sprengstoff zu kriegen, auch wenn ich das Chemielabor nicht platziert habe irgendwo. Das ist natürlich eine sehr flexible Geschichte, ist natürlich aber auch teurer, kann eventuell tatsächlich sehr hilfreich werden. So, und der Fake-ID ist gefälschter Ausweis, auch davon gibt es 4 Stück. Und wie immer in Maquis, die Ressourcen sind limitiert. Wenn ich also kein Token habe in einem Vorrat, dann darf ich es auch nicht verwenden. Dann kann ich also, ich kann nur 4 Nahrung holen und nur 4 Medizin. Danach muss ich anfangen, sie auszugeben. Ich kann nicht weiter horten. Was auch nicht sinnvoll ist, wir haben ja nur 15 Tage Zeit für das Erreichen der Missionsziele. So, gefälschte Ausweise können benutzt werden als Missionszubehör, um die Mission zu erreichen. Aber sie können auch, also sie haben einen weiteren Nutzen. Man kann nämlich einen gefälschten Ausweis, wenn man den hat, mit einem Maquis-Kämpfer platzieren. Gehen wir kurz durch. Und okay, das muss also in der Placement-Phase, in der Platzierungsphase passieren. Und dann, wenn er nämlich blockiert ist durch eine Miliz und er kommt nicht nach Hause, beide Wege sind zu, sagen wir mal, er wäre hier blockiert. Er käme so nicht nach Hause in sein Safe House. Auch hier ist keins, aber er kann jetzt, wenn er einen Ausweis beim Platzieren dabei hatte, dann kann er den gefälschten Ausweis ausgeben und sich im Prinzip vorbeischmuggeln mit seinem gefälschten Ausweis. Genau. Und wenn er nicht blockiert ist, dann bleibt der gefälschte Ausweis auf dem Rückweg natürlich behalten und man hat ihn wieder in seinem eigenen Vorrat. Und wenn auf dem Weg 2 Ressourcen das Ganze blockieren würden, nehmen wir mal an, der Spieler wäre mit einem gefälschten Ausweis hier auf der Rue Baradar.
und wir hätten auf dem Rückweg nicht nur eine Miliz, die auf dem Weg lauert, sondern sogar zwei Posten, die zu passieren wären, dann würde natürlich beim ersten der Ausweis verloren gehen und beim zweiten würde dann verhaftet werden. Ja, das ist auch klar soweit. Das funktioniert. Und dann gibt es nochmal über das Spielende eine kleine Seite. Und dann gibt es hier noch jetzt verschiedene Abstufungen von Sieg, einen Major Win, einen Win und einen Unentschieden und einen Lost. Der Verlust ist natürlich, die Niederlage ist klar. Alle Worker, alle Marquis-Kämpfer werden festgenommen. Oder die Moral in der Stadt geht auf Null. Oder wir kommen hier auf Ende des Zeitablaufs und haben noch nicht alle Ziele erreicht, das ist klar. Dann gibt es einen Major Win. Wenn man einen Major Success, und das ist jetzt ein Unterschied zu den bisherigen Zielkarten, diese Karten haben wohl auch eine Unterscheidung in einen Erfolg und einen gehobenen Erfolg, Major Success. Major Success on a 3-Star Mission and complete your second mission, you immediately score a win. Okay, so, was ist hier ein Major Success? Wir gucken mal. Okay, hier zum Beispiel. Hier werden die Anti-Air-Kanonen, also die Flugabwehrkanonen, platziert. Man muss sie wohl auch zerstören mit Sprengstoff oder Waffen. Und wenn drei Flak-Kanonen ausgeschaltet werden, ist das ein Erfolg. Und wenn alle fünf ausgeschaltet werden, also es müssen wohl dann fünf platziert werden, dann ist es ein Major Success. Und in jeder Karte, auf jeder Mission steht auch eben, wann das ein Major Success ist. Okay, wenn man also seine 3-Sterne-Mission mit einem außerordentlichen Erfolg abschließt und die zweite Mission erreicht, dann hat man einen außerordentlichen Sieg. Sieg hat man, wenn man beide Missionen abschließt, aber nicht den außerordentlichen Erfolg bei der 3-Sterne-Mission erreicht. Und es gibt auch ein Unentschieden, wenn man die reguläre Mission erfüllt hat, aber nicht die 3-Sterne-Mission. Dann nennt sich das ein Unentschieden. Okay, gut. Wir versuchen das einfach mal. Das heißt, wir nehmen jetzt, fangen wir einfach an, die Milizparade. Paradetag nehmen wir als erste Mission. Und als zweite Mission gucken wir uns an, kommen zur Seite. Befreie den Anführer des Widerstands. Ein Widerstandsführer ist gefangen genommen worden und wird bald aus der Stadt transportiert werden. Befreie ihn von den Besetzern oder stelle sicher, dass er die Geheimnisse nicht weitergeben kann. Okay, mal schauen, was man machen muss. Ziel 1, gib eine Information und ein Geld auf dieser Stelle aus vor Ende von Tag 5, um einen Verwaltungsangestellten zu bestechen und den Aufenthaltsort des Gefangenen herauszubekommen. Das müssen wir also vor Tag 5 tun. Stelle ich hier mal so einen Marker hin. Und Ziel 2, gib ein Gift auf dieser Stelle aus vor dem Ende von Tag 9 oder spendiere einen gefälschten Ausweis, zwei Waffen und Medizin und sorgt dafür, dass der Soldatentracker um 2 steigt. Also man muss dafür mindestens mal 2 Milizpatrouillen erschießen. Und das alles bis zum Tag 10, um einen außerordentlichen Erfolg zu erringen. Na, ich glaube, das wird schwierig genug, das Gift aufzutreiben und vor Tag 9 hier abzugeben. Das werden wir es mal versuchen. Wir gehen es mal an. Lasst uns eine Runde Marquis spielen. So, das sind unsere Missionen. Wir haben am Anfang, für diejenigen, die Regeln nicht kennen, ich versuche es mal im Laufe des Spiels zu erklären. Ich gehe jetzt hier nicht nochmal durch alle Details durch. Wir haben am Anfang einen Moralstand von 6 in der Stadt, was bedeutet, dass wir 3
Milizpatrouillen platzieren werden, wenn wir die auf dem Rückweg nach Hause erschießen müssen, wenn wir die Waffen dabei haben, dann verschwindet zwar ein Milizkämpfer, aber dafür kommt dann ein Soldat ins Spiel und der Soldatentrag erhöht sich. Das passiert auch. Dann haben wir hier abhängig von der sinkender Moral auch eine steigende Zahl von Patrouillen, die durch die Stadt laufen. Wir haben hier unsere drei Marquis-Kämpfer, die können noch zwei weitere rekrutieren im Café. Aber dann steigt auch die Zahl der Milizpatrouillen. Und hier ist unser Patrouillendeck, da laufen wir durch und versuchen jetzt unsere Ziele zu erreichen. Wir brauchen also hier erstmal Informationen und Geld, und das alles vor Tag 5. Und dann rutschen wir weiter auf Tag 9. Und hier ist unsere Basismission. Wir müssen eine Waffe an der Rue Baradar abgeben, an einem der Paradetage, 3, 6, 9, 12 oder 14. Gucken wir mal. Auch hier markieren wir uns das mal. 3, 6, 9, ach, die sind ja schon markiert, 12, 14, das sind die orange markierten Tage. Das sind die Paradetage hier. Wir müssen an einem dieser Tage eine Waffe hier platzieren. Der Marquis-Widerstandskämpfer wird in dem Moment dann auch verhaftet. Und wir müssen aber die Moral noch um 1 erhöhen. Das heißt, wir müssen mal schauen, dass wir auf jeden Fall im Armenviertel vielleicht etwas spenden oder sowas. Das kriegen wir hin. Und bevor die Mission abgeschlossen ist, ist die Straße zwischen Rue Baradar und Fence blockiert. Das heißt, hier kommt auch ein Marker drauf. An Paradetagen, nicht immer, sondern nur an den Tagen, an denen die Paraden stattfinden. Gut, dann legen wir los. Wir platzieren als erstes, was brauchen wir? Wir müssen die Moral um 1 erhöhen. Ne, das passiert, wenn unser Widerstandskämpfer verhaftet wird. Okay. Das heißt aber auch, wir brauchen jetzt die Waffe. Die brauchen wir an einem der Paradetage. Da haben wir etwas Zeit für. Wir brauchen aber vergleichsweise schnell Informationen und Geld. Wo kriegen wir das? Wir kriegen das bei den Funkstationen. Und die am einfachsten erreichbare Funkstation, das spielt keine Rolle, ist Radio A oder Radio B. Hier kriegen wir auf dem Weg, können wir uns noch mit Nahrung versorgen und hier mit Medizin. Ich glaube, wenn wir nachher das Gift brauchen, wir gucken mal, das Gift bekommen wir hier beim Pharmazeuten, da brauchen wir Medizin. Dann ist das wichtiger, das heißt, wir gehen einmal auf die Pony weg, ziehen das Patrouillendeck und jetzt geht es von oben nach unten. Wenn wir eine Miliz auf die Fence platzieren können, tun wir das. Damit ist die Patrouille platziert. Wir sind wieder dran, wir gehen zum Doktor und dann gehen wir wieder. Patrouille, ihr seht das alles hier, jawohl, das passt. Die sitzt bei Radio B. Dann gehen wir zu Radio A. Und hier kommt die Patrouille zum Lebensmittelladen. Sehr gut, damit sind alle unsere aktiven Worker platziert. Ich habe jetzt einen fälschlicherweise von hier genommen. Kriegen wir hin. So, alle Worker sind platziert, alle Marquis-Kämpfer. Und damit geht es dann los mit der Aktionsphase. Wir wickeln das rückwärts ab, wir holen uns hier die gefälschte Information oder die Informationen so rum und laufen zurück nach Hause. Hier holen wir uns Medizin und laufen zurück nach Hause. Und er hier hat nur die Stellung gehalten, um den Weg abzusichern, und er kommt auch nach Hause. Damit ist das geklärt. Die Patrouillen kommen wieder vom Plan und der Tageszähler rutscht eine weiter. Hier passiert nichts, die Moral verändert sich nicht. Passt. Okay, der war ganz gut. Ich glaube, den gleichen Trick versuchen wir nochmal. Bauen wir weg. Jetzt geht aber das Ganze schon zu Radio A. Damit müssen wir ausweichen auf Radio B. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Wir werden versuchen, auf Lebensmittelladen. Und auch Radio B ist zu. Okay. Wir kommen nicht so ohne weiteres an Geld. Denn Lebensmittel und Medizin verkaufen, um Geld
zu bekommen und dabei auch die Moral noch abzusenken. Das möchte ich nicht machen. Wir gehen erstmal wieder zum Doktor und holen uns noch das zweite Medizin. Die Patrouille geht jetzt hier zur Fence. Das passt auch. Also jetzt wieder Aktionsphase. Hier holen wir uns Medizin. Dann holen wir uns hier Lebensmittel. Und hier war nur der Platz freigehalten. Und der Tag geht eine weiter. Jetzt haben wir das Problem, wir müssen ja den Pharmazeuten bauen. Und dafür brauchen wir 2 Geld. Wir müssen uns jetzt also wahrscheinlich mit einem Airdrop, also mit einem Abwurf von Gegenständen behelfen. Und da können wir uns nämlich entweder 1 Geld oder eine Waffe oder 3 Nahrungsmittel auf eines der leeren Felder hier liefern lassen. Es muss aber leer sein, es darf nicht aufgesammelter Vorrat sein. Wir versuchen mal an Geld zu kommen. Also auch hier wieder, wir versuchen es diesmal wieder bei Radio A. Vorne weg. Der Milizsoldat würde hier platziert werden, da ist aber besetzt, also geht er erstmal zum Black Market. Dann zum Doktor. Wieder Pondle weg, wäre die Patrouille, das passt nicht, also Pondle Nord. Und wir, ach Quatsch, das war nicht gut. Die Karte legen wir drunter. Und wir müssen wieder hier zu Radio A. Er geht zu Radio A, da ist besetzt, dann geht er zu Rübarer da, da ist nicht besetzt, da kann er sich hinplatzieren, das passt. Wir lassen uns jetzt hier Geld abwerfen und laufen nach Hause. Hier holen wir uns nochmal Medizin und laufen nach Hause. Und hier haben wir die Stellung gehalten, laufen nach Hause, die kommen wieder weg. Und er kommt hier hin. Jetzt müssen wir uns beeilen, um das Geld auch auszugeben für die Bestechung des Angestellten, um den Aufenthaltsort rauszukriegen. Das machen wir als nächstes. Wir platzieren ihn hier. Ich brauche eine neue Patrouille, also müssen wir mischen. Radio A, da darf er gerne hin. Dann platzieren wir einen hier auf dem Feld, um das Geld einzusammeln. Dann auf der Fence. Jetzt habe ich die Wahl. Ich kann hier oben auf dieses Feld gehen. Das ist ein eigenständiges Feld. Ihr seht das hier durch die Straße verbunden. Aber dann riskiere ich, dass eine Patrouille sich hier hinstellt. Ich kann auch erstmal nur das Thema absichern und mir Nahrung holen. Warum kann ich noch, brauche ich das? Ich riskiere es mal. Wir gehen mal hier oben hin und ziehen mal eine Karte. Pondle weg. Na, sehr gut, das hat funktioniert. Jetzt machen wir Folgendes. Wir gehen erst hier hin und holen das Geld. Jetzt haben wir das Geld. Das geben wir hier aus. Kommen nach Hause über diesen Weg. So, und haben damit das erste Ziel erreicht. Markieren wir. Das Geld kommt wieder zurück. Und er hier könnte jetzt was machen. Er könnte nämlich tatsächlich, warum nicht, wir spenden im Armenviertel eine Nahrung und ein Medizin und bekommen dafür eine erhöhte Moral. Das hätte jetzt den Vorteil, dass unsere Zahl von Gegnern sinkt, aber die Zahl bleibt auch immer mindestens die Zahl unserer Marquis-Kämpfer. Also bleiben wir bei 3 Patrouillengegnern. Aber wir haben jetzt erstmal eine erhöhte Moral. Nichts gegen einzuwenden. So, Zielvariante 1 haben wir. Wir brauchen immer noch eine Waffe. Wir brauchen immer noch den Pharmazeuten und dafür brauchen wir 2 Geld. Okay. Moment, ich habe ja auch die Information ausgegeben, die kommt also auch in den Vorrat. So, die Waffe und 2 Geld. 2 Geld bekommen wir tatsächlich nur bei den Funkstationen. Also versuchen wir es wieder. Radio B, Doktor, wir bauen immer so die Kette auf und jetzt haben wir hier ein Problem. Da kommen wir nicht hin. Dann holen wir uns wenigstens noch Lebensmittel. Radio B ist schon besetzt, Rübarer da.
Und dann kommen wir mit Medizin und Lebensmitteln und sind alle wieder zu Hause. Ich habe vergessen, einen Tag weiterzuschalten. Wir sind jetzt schon bei Tag 5. Hier, den Marker haben wir aber auch erreicht. Wir sind vor Tag 5. Haben wir den Aufenthaltsort unseres Anführers gefunden. Und wir können weitermachen. Oh, ich hatte verpasst, dass hier der Weg blockiert war. Das hat aber keine Rolle gespielt. Wir waren noch nicht hier oben. Okay. Weiter geht's. Wir brauchen immer noch Geld. Radio A und Radio B waren schon mal blockiert. Wir können mal gucken. Radio A, Radio B, Radio B. Radio A, beide schon mal jeweils zweimal blockiert gewesen. Wahrscheinlich können wir also jetzt hier gefahrlos hin. Pont Levesque. Fans. Doktor. Pont Levesque Black Market. Und Radio A und Lebensmittelhandel hat auch funktioniert. Wir haben jetzt die Aktionsphase. Wir brauchen Geld. Das heißt, wir lassen uns das hier abwerfen. Kommen nach Hause, bringen noch das letzte Medizin mit. Kommen nach Hause und haben das sichere Haus erreicht. Dann sind wir wieder alle zurück und der Tag geht eine weiter. Die Straße ist blockiert. Wir brauchen jetzt das Geld, das heißt, wir müssen hier hin. Es geht zum Lebensmittelhandel, dann müssen wir auf die Pont Levesque, müssen absichern und eigentlich müssen wir wieder auf eine Funkstation, um den nächsten Abwurf entweder einer Waffe. Ja, wir sollten eine Waffe abwerfen. Das ist Radio B. Alternativ können wir aber auch, ich überlege gerade, ob wir auf den Schwarzmarkt gehen und tatsächlich die Moral wieder opfern und uns ein weiteres Geld holen. Das wäre vielleicht auch ganz hilfreich. Wir machen das mal. Wir gehen mal auf den Schwarzmarkt und hoffen, dass jetzt nicht... Okay, Radio A wird blockiert. Das hat funktioniert, wir kommen hier wiederum zurück. Das heißt, er kommt nach Hause, bringt das Geld mit, er kommt nach Hause und er kommt nach Hause und verkauft oder spendet Medizin und Lebensmittel, bekommt dafür, nein, er spendet ein Medizin. Hier heißt es ja, gibt ein Medizin oder ein Lebensmittel aus. Er gibt ein Medizin aus und bekommt dafür ein Geld. Und dafür sinkt die Moral wieder und er kommt zurück. Jo, das war dieses. Der Weg wird wieder frei. Und jetzt haben wir die zwei Geld, die wir brauchen, um einen freien Raum zu bauen. Den würde ich gerne hier hinbauen, auf die rechte Seite hier unten. Das ist der Weg, der am einfachsten erreichbar ist. Lebensmittelhandel, Radio A. Dann geht er hier auf den Spare Room. Freien Raum, dann kommt die Patrouille an die Fans und den dritten, ja, wir können, was brauchen wir denn noch? Wir brauchen eigentlich nichts weiter, wir brauchen noch die Waffe, das heißt, er geht auf Radio B und hoffen, dass das klappt jetzt. Lebensmittel Pur District, okay, das hat aber funktioniert. Denn tatsächlich kann er jetzt nach Hause und bringt sogar noch Essen mit. Er hier gibt die zwei Geld aus und baut den Pharmazeuten. Und er hier ruft noch einen Abwurf aus der Luft, Luftversorgung an und lässt sich eine Waffe liefern. Und damit kommt er auch wieder nach Hause. Und jetzt sind wir fast fertig. Wir können tatsächlich, was brauchen wir denn? Wir brauchen die Waffe hier vorne an dem Paradetag. Ah, das wird dann vielleicht nicht die 9, sondern die 12. Aber wir brauchen hier nur das Gift. Das kriegen wir auch noch gesammelt. Und das müssen wir machen vor dem Ende von Tag 9. Oh, das wird jetzt knapp.
Lebensmittelhandel. Zack. Tondinor. Ui, aber wir können die Aktion ausführen. Für das zweite Ziel seht ihr hier den Schild mit dem Stern. Das heißt, wir können tatsächlich jemanden dort platzieren. Der geht dann zwar auf dem Rückweg in die Haft, aber er kann das Ziel erfüllen. Das heißt, wir platzieren den einen Marquis-Kämpfer beim Pharmazeuten. Die nächste Patrouille geht an die Fans. Dann der nächste auf das Zielfeld. Und die Patrouille geht hier hin. Ja, wir verlieren diesen Worker, diesen Marquis-Kämpfer, aber wir kriegen das Ziel erfüllt, und zwar vor dem Tag, Ende von Tag 9. Das ist in den Regeln erläutert, da könnt ihr auch nochmal nachschauen im Detail, dass man Ressourcen, die man in einem Zug bekommt, auch im gleichen Zug wieder an anderer Stelle ausgeben darf. Das ist zum Glück der Fall. Hier holen wir uns ein Lebensmittel, das ist harmlos. Hier holen wir das Gift, müssen dafür 2 Medizin ausgeben, bekommen dafür aber das Gift. So, und hier oben geben wir das Gift aus. Das Gift geben wir zurück und haben damit das Ziel erreicht. Und damit haben wir zumindest an dieser Stelle einen Success erreicht, aber der Kämpfer geht uns leider verloren, weil er auf dem Rückweg nicht an dieser Patrouille vorbeikommt. Das ist dann leider der Fall. Und damit sind wir mit Mission 1. Wo habe ich denn alle meine Leute hin? Der eine geht verloren, 2 sind zurückgekommen, genau. Jetzt ist die Frage, ob ich mit 2 weiterspiele oder ob ich noch einen dritten Worker rekrutiere wieder. Wir versuchen das mal mit 2, das müsste funktionieren. Hier geht es weiter, da ist blockiert. Und wir sind jetzt an einem Paradetag. Das heißt, wir können die Mission jetzt auch erledigen, wenn wir Glück haben. Wir platzieren den... Wir platzieren ihn hier auf der Rue Barada. Patrouille geht zu Radio B. Ihn hier platzieren wir auf dem Feld. Patrouille geht auf die Pont de Weg. Das heißt, wir müssen die dritte Patrouille platzieren. Wir haben ja keinen weiteren Marquis-Kämpfer mehr. Und damit ziehen wir einfach noch eine Karte. Radio B ist besetzt, Lebensmittelhandel. Gut. Er hier holt sich die Waffe und kommt nach Hause. Damit haben wir die Waffe. Die kann jetzt hier benutzt werden und ausgegeben werden. Genau, wir müssen die Waffe nicht an diese Karte liefern, sondern auf die Rue Barada. Das können wir tun. Der Marquis-Kämpfer wird verhaftet. Die Moral wird um 1 erhöht, weil wir hier am Paradetag die Waffe abgefeuert haben. Und damit ist diese Mission auch abgeschlossen. Und die Jungs kommen alle nach Hause, wir sind zu Hause. Der Tag rutscht eine weiter, das ist offen. Und damit haben wir zwar nur noch einen Marquis-Kämpfer übrig, aber wir haben alle Ziele erfüllt und haben damit gewonnen. Ja. So funktioniert's. Das hat eigentlich aus meiner Sicht sogar ziemlich gut funktioniert. Vielleicht habe ich einen groben Fehler gemacht. Wenn ja, habe ich ihn nicht gesehen. Wenn ihr ihn gesehen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Das ist eine kurze, schnelle Runde Marquis mit dem neuen Inhalt. Das Spiel von Jake Staines aus dem Sideroom Games Verlag in Deutschen bei, ich glaube, Schwerkraft erschienen. Und ein sehr, sehr angenehmes kleines Spiel, lässt sich schnell mal zwischendurch in einer halben Stunde spielen, gar kein Problem. Jetzt mit dem neuen Content noch ein bisschen vielfältiger geworden, erhöht auch die Wiederspielbarkeit des Ganzen, erhöht auch den Reiz, das nochmal zu versuchen mit neuen Missionen. Und ich denke, die paar Euro jetzt für den New Content haben sich aus meiner Sicht durchaus gelohnt. Qualität der Komponenten hervorragend. Ihr kriegt wie immer den Link auf das Boardgame-Geek-Profil dieses Spiels mit unten in der Videobeschreibung. Zu Kickstarter und so weiter gibt es dort nichts. Haltet gerne, wenn ihr schon andere Side-Room-Games-Spiele kennt oder auch von diesem Spiel oder an diesem Spiel interessiert seid, haltet Ausschau nach den Kickstarter-Kampagnen von Side-Room-Games. Die haben aktuell, glaube ich, den Nachfolger von Obsthain im englischen Kickstarter. Der heißt dann Grove.
Und das englische Original von Obstheim war Orchard. Und wie gesagt, jetzt kommt Grove als Kickstarter, ist aktiv. Ich verlinke euch aber die Kampagne nicht, denn es hat mit Marquis nichts zu tun. Gehört nur zum Verlag. Die deutschen Versionen von den anderen Spielen gibt es meines Wissens nicht. Doch, Obstheim natürlich, klar, gibt es auf Deutsch, habe ich nicht. Aber Marquis jetzt eben kürzlich erschienen bei Schwerkraft. Sehr interessantes kleines Worker-Placement-Spiel gegen ein KI-Deck. Ich finde nach wie vor ein lohnenswertes kleines Spielchen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst mir gerne ein Like, Abo, Kommentare da. Und wir sehen uns in der nächsten Runde. Bleibt gesund. Bis dahin, euer Spartakus.